Ja, warum hat sich das Bild gehabt? Scheißegal. So, Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Miesau. Das erste Mal wurden wir in eine andere Welt gebracht. Haben Satomi sterben gesehen, weil wir zu langsam waren und das Vieh nicht getötet haben. Und Thomas ist wie eine Pussy weggelaufen. Und ja, jetzt werden wir nun rausfinden, was sich hinter diesem Stock befindet. Und ja, wie ihr schon hört, ist Toki auch noch da. So. Die längste Begrüßung, wie immer, hinter mich gebracht. Jetzt will ich sehen, was da oben ist. Oh, nicht nochmal Treppe. Nicht nochmal. Aki, ich bin anders als du. Wir haben uns nie getroffen. Aber das ist unser Schicksal. Regardless. Egal. Ich werde über dich wachen. Super, eine Pinnwand wacht über mich. Ist das nicht wunderbar? Du bist gerade an der Bibliothek vorbeigerannt. Wo ist die fucking Bibliothek? Da. You can now use the warp function. Was auch immer das heißt, soll ich speichern? Teleportieren, also wenn du sie einsetzt, wirst du wenigstens, kannst du entscheiden, ob du zu speichern. Ach so. Du warst in dem merkwürdigen Zimmer, was ich, dessen Namen ich jetzt nicht gerade weiß, weil es ist Studentenradraum. Studentenradraum um. Hi, ich bin Aki. Mrs. Bibliothek. Du hast dich an meinen Namen erinnert. Ich bin so glücklich. So viele Jahre. Wie viele Ja. Jahre sind schon vergangen, dass ich mit jemand geredet habe? Hä? Aki, bitte sei meine Freundin. Oder Freund, was weiß ich so. jetzt? Oh, du willst du etwa nicht? Ich scheiß drauf nicht. Really, I'm so glad you were my first friend. Oh, habe ich das jetzt auf Englisch gelesen? Egal. Miss Bibliothek, es klingt ein bisschen langweilig. Wie wär's, wenn ich dir einen richtigen Namen gebe? Wenn dann, Miss Aki, bitte, gib mir einen einfachen Namen. Ja, ich möchte einen Marvelous Namen, okay. Was? Oh Gott, gosh, ja. Was könnte es sein? Novella? Nein. Wie wär's mit... Nö. nein. Nein. Ohne F, ja. Verdammt. Mir fällt nichts ein! Oh je. Nein, es muss ein kreativer Name sein. Die ist lustig. Die ist mir sympathisch. Die verdient einen guten Namen. Anabi? Ich glaube, sie wäre nicht damit einverstanden, oder? Ich lasse Anabi. Vergib mir! Ist Anabi okay? Ja. Das ist ein wundervoller Name. Von nun an nennst du mich Hanabi. Freunde, das klingt so gut. Ja. Well, ich muss nun gehen. Dinge tun und so. Aki, wenn du irgendwann wieder in Schwierigkeiten steckst, komm, besuch mich mal. Ja, also wenn ich in Schwierigkeiten stecke, besuch gerne die Bibliothek. Ich weiß nicht, wie nützlich ich sein kann, aber ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Okay, danke. Okay, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Was ist das da? Found a note. Ghost. Ich glaube, das sind alles unwichtige Informationen, die ich nicht brauchen werde. Geister werden mit Hass gefüllt und werden zu bösen Seelen. Interessiert mich nicht! Fang jetzt mit diesem Raum an. Klassenzimmer. Ich höre was. Ich mach nicht auf. Warte. Jetzt mach ich auf! Wer ist da drin? Hi! Ah! Ich nehm's zurück! Boah, wie die schreit, ey! Hättest du die Freundschaft von Ding von der Bibliothek, sag ich erst mal. Ja, also die Freundschaft von denen nicht angenommen, wäre ich wahrscheinlich im Arsch, oder? Ja, du wärst gestorben. Sie hätte dich einfach getötet. Ohne Widerrede.
Achso. Ah, die Vasen werden dir später noch nützlich. Oh, schön, interessante Vasen, okay. Polt. Wo sind versteckte Klohefte von Marco? Ich weiß, dass da was ist. Ihr könnt mir nichts... Erklär mal, was du tun musst, das wird im Spiel nicht erwähnt. Ja, das so bin ich halt auf mich allein gestellt, du. Okay, geh mir mal da lang. Arre. Ey! Ey! Wichser. Oh je, ich dreh mich nicht um, ich laufe einfach geradeaus. Ich will da rein. Du kannst doch nicht durch. Grüezi! Töte mich! Leck mich! Leck mich! Oh! Oh! Alter! Oh! Wo war die Vase nochmal? Okay. Bei den anderen war ja nichts Besonderes, okay. Ich hab gelernt, alles ist scheiße hier. Gut. Er klopft. Ich trau dir nicht. Okay. Komm raus! Gut! Ach du, ich glaube, Ayaka plündert gerade deine Sachen. Gott sei Dank. Ich bin jetzt, ich bin fertig oder sowas. Da kann ich mir nicht mehr lesen. Oh, ich wurde... Nach dem Beben, als ich nach dem Beben aufwachte, wachte ich auf, als ich aufwachte, war ich im Schrank. Eingesperrt. Ist mir egal. Natürlich, natürlich konnte ich es von innen nicht öffnen. Ihr weiß ich nicht, ne? Ja, die Schule sieht schrecklich aus. Ich werde mal herumgucken. Mach das. Teacher, it's dangerous here. Er ist weg. ob er okay sein wird? Hoffentlich stirbst du, ey. Ich mag dich schon jetzt nicht. Du machst mir so einen Pedo-Eindruck, finde ich. Das ist mein Gedanke und ich stehe dazu. Haben wir noch mehr Vasen oder versteckte Items? Ich werde alles absuchen, bis ins letzte verfickte Detail. Ist da überhaupt noch was? Es macht mir langsam ein bisschen Angst hier. Ich finde nichts Besonderes. Renn! Oh! Es hat zwei Eingänge? Schwul. Okay, gehen wir mal da lang. Safe. Ich weiß, das sieht verdächtig aus. Hier kommst du nicht weiter. Was? Warte. Sag mal, packst du mir eine Endlosschleife hier? Leck mich! Hier kommst du noch nicht weiter. Du brauchst ein Item, um dort weiterzukommen. Ach, ich dachte, mit dem Schläger löst man alle Probleme. Schade, dass das nicht so ist. Alter, diese Treppen, ich bin immer so darauf fixiert, nach oben zu gehen. Okay. Gehen wir mal weiter. Ihr macht ja nix. Tschüss, Fetko. Ich hasse dich. Warte. Pff, wir lachen jetzt einfach in der Tür. Ich mach eklige Dinge, du siehst nichts. Warte. Oh, ich dachte, da wäre was, okay. Scheiß drauf. Keinem interessiert es. Ich weiß, dass da versteckte Items sein können oder vielleicht wieder so eine Schwuchtelvase. War ja klar. Alter, die... Sag mal, musst du pissen oder was? Thomas! Ah! Oh je. Aki, erschreck mich doch nicht so. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Was soll das heißen? Ich kann nicht glauben, dass Satomi tot ist. Otome, du bist auch eine Pussy. Es war nicht meine Schuld. Warte. I didn't do nothing. Ich hab nichts falsch gemacht. Es ist alles Misao Schuld. Verdammt, Misao wird mich töten. Hilf mir, Aki. Du hilfst mir, wenn... dann wirst du mir helfen. Wir werden Misao, beide zusammen retten. Hä? Sei doch nicht so dumm oder so etwas. Es ist mich so schuld, dass das hier alles passiert. Warum zum Teufel willst du ihr helfen?
Willst du lieber für immer hier bleiben? Also mich interessiert es nicht, was mit dir passieren wird später, oder? Hä? Habe ich das richtig gelesen? Egal. Ja. Warte. Okay, ich werde dir helfen. Bitte lass mich einfach nicht allein. No, don't leave me alone. Oh, alles okay. Fall aber Ja, nicht bleib nicht zurück. zurück. Fall nicht zurück. Ja, okay, gehen wir. Was? Alter, der lacht ja. Thomas, Thomas, bleib bei mir. Gut, er atmet noch. Ich muss ihn in Sicherheit bringen. Hast du ihn gerade als Item, Mathe? Nein. Was sind die anderen Sachen? Parts will ich nicht Parts, wissen. das kann ich dir sagen, was das Erst später, was ist? ja, das ist Teleportation. Ich teleportiere mich ja später. Ich scheiß jetzt darauf. Hanabi! Ich glaube, ich bin jetzt stolz darauf, sie nach Hanabi benannt zu haben. Alter, bin ich. Ich hasse diese Treppe. Die Treppe mag mich nicht. Hanabi! Was ist los, Aki? Hilf mir, hilf Thomas bitte. Thomas von Thomas bitte. Er ist mein Klassenkamerad. Es sieht gut aus. Anabi. Anabi, bleib bei Thomas für eine Weile. Die Geister können hier nicht herkommen. Ich kann das doch nicht tun. Nicht mit diesem mysteriösen Mann. Ei. Er ist ein Klassenkamerad. Thomas ist nicht gruselig. Ich schwör's dir. Also bitte. Okay, also wenn du das sagst, Aki. Es wird wohl okay sein. Okay, schnell speichern. Ich möchte zu Onigawara, dessen glatzköpfiger Typ mir immer noch bekannt vorkommt, Monsieur Slendy. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dort geht's nicht zu ihm, sondern ich glaube, ich weiß, wo es zu ihm geht. Ich glaube, ich werde erstmal wieder da zurückgehen. Alter, diese Wege sind natürlich auch noch so kompliziert. Warum? Warum, Treppe? Hör auf, mich zu mobben! So, gut ist. Gut, dann werden wir jetzt noch ein paar Sachen hier machen. Alter. Willst du nicht nachsehen, was mit Ayaka passiert ist? Ayaka! Ayaka! Ayaka, bist du im Schrank? Hast du dich im Schrank beim Mr. Sota eingeschlossen, damit du ihn ganz für dich allein haben kannst? Oder warte, da war noch eine Schublade. Sotas Desk, ja. Wo ist die jetzt bitte wieder hin? Ayaka! Ich reiß dir die Eier raus. Das macht keinen Sinn. Ich geh jetzt mal da lang, aber da kann ich ja nicht. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt zu ihm fast alles angesehen. Ich möchte wieder zurückgehen. Warte, war ich da schon? Ja. Okay, ich möchte aber mal da lang. Und zwar verwirrt mich dieses rote Ding da unten. Ah, Fettko. Tschüss, Fettko. Okay, was ist das? Alarmanlage? Ja. Kann ich berühren? Poke. Wow! Ich hab's berührt. Was wäre passiert, wenn ich das andere genommen hätte? Keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre vielleicht drauf gegangen. Ey, du, wollen wir nochmal wieder speichern? Okay. Gut. Nein, heute nicht. Moment, das ist ja jetzt eine Abkürzung, also muss ich ja nicht wieder dorthin gehen. Ich bin so ein Safe State. Ach, das erinnert mich echt an Emulatoren mit Safe States hier. So. Okay. Ich bin deine Mutter, lass mich in Ruhe. Du kannst nicht speichern. Nein! Okay, ist mir scheißegal. Hoch. Ist die gerade runtergesprungen? Wie geil! Wie geil! Okay. Hey! Ich glaube, er ist weg. Gut, dann gehen wir wieder weg. Okay. Sag mal, wie oft willst du denn Selbstmord machen? Ich glaube, mit dem Ding stimmt echt was nicht.
Gut, dann halten wir mal ein bisschen Ausschau. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umsehen. Aber diesmal werde ich jetzt mal zusehen, dass ich zum untersten Stockwerk gehen kann. Falls es einen untersten Stockwerk gibt. Da geht's dann wieder nach oben. Was stand hier nochmal? Ach, wieder nutzloses Zeug. Und die Fraps-Zahl steht im Weg. Also kann ich das letzte nicht lesen. Ich habe was gefunden. Ayaka und Mr. Sota. Hilfe, Ayaka. Beruhig dich. Die Monster sind weg, Ayaka. Herr Lehrer, was ist mit Ayaka passiert? Sie ist in Panik geraten, als sie von einem Monster angegriffen wurde. Ayaka, du wurdest attackiert? Ich hab dir doch gesagt, du solltest irgendwo gehen, wo es sicher ist. Beruhig dich. Sie wird sich hier ausruhen. Ist es aber hier sicher? Aber keine Sorge, ich bin ja bei ihr. Alles okay, ja. Ich vertraue darauf, dass du auf Ayaka aufpasst. Ich werde jetzt nur wieder gehen. Warte einen Moment. Ich denke, ich habe einen Tranquilizier on my desk in der Staff Room. Could you bring it to me? Ich hasse diese scheiß Übersetzung. I'm a helper counsel. Ja. Also ich muss wieder zu seinem dummen Desk gehen, weil da ist angeblich was versteckt, egal. Sei vorsichtig. Nicht, dass du mir jetzt noch wegstirbst. Du bist einer meiner besten Studenten. Sir, danke vielmals. Du bist doch echt Pedo, oder? Ich rede jetzt mit dir. Ja. Ayaka, noch irgendwelche letzten Worte? Egal, tschüss. Okay, geht's gut. Ich wollte nur was testen. Okay, dann gebe ich es wieder zu seinem Raum. Dessen Ort ich jetzt vergessen habe. Ich glaube, das war da. So, plündern wir seine Schwuchtelbriefe und sein. Ja, so das Test. Ich sehe keinen Tranquilizier. Da ist kein Tranquilizier. Dann gehen wir zu Mr. Sota und sagen, dass wir keinen Tranquilizier gefunden haben. Was ist ein Tranquilizier eigentlich? Also eins weiß ich, es ist nichts zum Transferieren. Du Horre! Obwohl, eigentlich ist sie mir egal. Ayaka, wach auf, Ayaka! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht beschützen. Ein Monster kam aus dem Nichts. Ich konnte nichts tun, verdammt. Ich habe versagt, eine Schülerin zu beschützen. Bitte, Sir, seien Sie nicht so hart zu sich selbst. Es sind die Geister, die schuld sind. Wir müssen irgendwas dagegen tun. Warte, sie sind auch verletzt. We have to care for this. Wir müssen das dringend versorgen. Ich bin okay. Tu das, was du jetzt haben musst. Richtig, nimm das. Ein Körperteil von Misao. Was willst du mir mit Scheiß an? Warum nimmst du Arme mit dir rum? Am Anfang wurde doch gesagt, dass angeblich ein Gerücht herum. Ist mir scheißegal, aber Alter! Fanatiker ist. Ach so, stimmt. Du bist ein Wichser, weißt du das? Warte. Misaos Hände in deinen Besitz? Ich glaube, er hat sie getötet. Das ist jetzt Faktpunkt. Sie hat mich an dem Tag besucht, bevor sie vermisst wurde. Okay, bitte lese hier vor, ich kapiere das nicht. Sie hatte Schmerzen. Ich konnte ihr nicht helfen, aber... Warte. Aber ich weiß, dass sie uns nie verlassen wollte. Ich war nicht fähig, sie zu retten. Du bist die Einzige, die das noch kann. Also nehme ich jetzt ihre Arme mit... Ja, und jetzt gebe ich dir Bitch-Slap davon. Und dir auch in den Arsch. Oh, Teppichvorleger, okay. Das war's ja auch schon mal mit dem Part. Also, wir haben ja schon viel zu viel getan. Denke ich zumindest. Und selbst wenn der Part jetzt vielleicht kurz geraten ist, ich weiß ja nicht, wie spät es ist. Also, ich hätte jetzt ja keine Zeit. Aber ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Falls ja, könnt ihr das Video gerne einen Daumen nach oben geben, Essen vorlegen. Und wenn ihr freundlich seid, ein Abo hinterlassen. Ich muss dir jetzt Zwischenspeicher machen, danach gehe ich richtig speichern. Und wir sehen uns zum nächsten Part, wenn es mal wieder heißt: Misao mit. Abgetrennten Arm mit dem verfickten Handfetischist und Fleisch und Glotze! Yes! Okay, tschüss.